Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch zwei ungelöste und vor allem unheimliche Fälle, die ich euch vorstellen möchte. Fangen wir an mit einem fast 100 Jahre alten Fall, nämlich dem Fall von Pauline Picard. Im April 1922 verschwindet die zweijährige Pauline Picard plötzlich spurlos von dem Bauernhof ihrer Familie in der Bretagne. Tage später wird ein Mädchen in einer 320 Kilometer entfernten Stadt gefunden, das genau auf die Beschreibung von Pauline passt und eben, ja, umherirrt. Die Eltern und sogar die Nachbarn der Familie bestätigen sofort, dass es sich bei dem Mädchen um Pauline handelt. Ja, das Ganze klingt jetzt zwar wie ein Happy End, das Komische ist allerdings, dass das kleine Mädchen sich nicht an seine Eltern erinnert. Also es erkennt sie einfach nicht wieder. Und es ist jetzt nicht so, dass das Mädchen wirklich monatelang verschwunden war, dass man sagen könnte, okay, sie ist noch so klein. Nur sie erkennt sie vielleicht einfach nicht wieder. Es waren einfach gerade mal ein paar Tage und das ist schon ziemlich seltsam. Dann gab es da noch einen Mann namens Yves Martin, der die Familie besuchte und ziemlich seltsame Sachen sagte, wie von wegen, naja, er fragte, ich habe gehört, ihr habt Pauline wieder gefunden. Und als die Eltern dies bestätigten, begann er zu lachen und fragte sie nur, ob sie sich denn sicher seien, dass es sich bei dem Mädchen wirklich um ihre Tochter handeln würde. Als letztes sagte er nur noch, Gott vergib mir, ich bin labil, und verschwand wieder. Danach wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Familie lebte ihr Leben weiter und einen Monat später machte jemand eine erschreckende Entdeckung. Neben dem Bauernhof der Familie fand man eine halb verweste Leiche eines etwa zweijährigen Kindes, wo der Kopf, die Hände und die Füße fehlten. Und genau diese fehlenden Leichenteile wurden nie gefunden. Der zum Teil stark verweste Körper zeigte einige Verletzungen auf, worunter eine so aussah, als wäre sie von einem Messer beigefügt worden. Der Gerichtsmediziner war sich allerdings nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch ein Tier war, das das Kind angegriffen und zerfetzt hat. Das Seltsame an der ganzen Sache war, dass zuvor, als Pauline noch verschwunden war, die Polizei genau diese Stelle auch abgesucht haben und dort war keine Leiche zu finden gewesen. Also das bedeutet, dass jemand diese Leiche nachträglich dort platziert haben muss. Und als wäre das alles nicht schon seltsam und kurios genug, ist es noch so, dass jemand fein säuberlich Kleidung zusammengefalten hat und sie neben den Körper der Leiche hingelegt hat. Die Eltern identifizierten die Leiche dann aufgrund der Kleidung, die daneben lag, als ihre Tochter Pauline. Denn genau die Sachen, die dort lagen, waren die Kleidungsstücke, die das Mädchen an dem Tag ihres Verschwindens trug. Und das alles, obwohl gerade ein Kind bei ihnen lebte, von dem sie überzeugt gewesen sind, dass es sich dabei um Pauline handeln würde. Ja, und um dem Ganzen noch eins obendrauf zu setzen, fand man neben der Leiche noch den abgetrennten Kopf eines Mannes, der auch nie identifiziert werden konnte. Ja, und bis heute weiß man einfach nicht, ob es sich bei der Leiche nun um Pauline handelte oder nicht, da der Torso genauso gut einem anderen Kind hätte gehören können. Und es war ja auch nicht so, dass man irgendwie anhand des Gesichts der Leiche hätte sagen können, okay, ne, es sieht aus wie Pauline, weil der Kopf einfach nicht vorhanden war. Und die Eltern machten das wirklich nur anhand der Kleidung, die daneben lag, fest. Und was mit dem Mädchen passierte, dass sie einst für Pauline hielten, das weiß man nicht so genau. Ja, ich finde, das ist ein sehr mysteriöser Fall, der bis heute nie aufgeklärt werden konnte. Es sind schon sehr seltsame Umstände, dass man erst ein Mädchen findet, das genauso aussieht wie die Tochter, 320 Kilometer entfernt vom Heimatort und nachher wird auf einmal dort ja eine Leiche platziert mit der Kleidung des Mädchens, fein säuberlich zusammengefalten und dann auch noch der abgetrennte Schädel von einem Mann, also sehr kurios. Ja, und wer weiß, vielleicht hatte Yves Martin vielleicht doch etwas damit zu tun, denn er hatte sich ja vorher schon so komisch geäußert, aber im Endeffekt weiß man nicht, was wirklich passiert ist. So, kommen wir zum zweiten Fall und da muss ich vorab sagen, dass der Fall irgendwie gelöst ist, aber irgendwie auch nicht. Also er ist nicht offiziell gelöst.
Man geht aber sehr stark davon aus, zu wissen, wer dafür verantwortlich ist. Allerdings hatte man nicht genug Beweise. Aber hört einfach selbst. Am 23. März 1976 kam die kleine Nima Louise Carter in Oklahoma zur Welt. Ja, und eigentlich führte die Kleine ein relativ normales Leben für ein Kind in ihrem Alter. Sie war Einzelkind und wurde von ihren Eltern über alles geliebt. Und am 31. Oktober 1977 brachten ihre Eltern George und Rose Carter ihre Tochter wie gewohnt ins Bett, um danach eben selbst ins Bett zu gehen. Und nur um am nächsten Morgen dann feststellen zu müssen, dass ihre kleine Tochter verschwunden sei. Da die Fenster im Haus alle komplett verschlossen waren, ging man ziemlich schnell davon aus, dass der Entführer sich bereits im Haus befunden hat, als die Eltern die kleine Nima zu Bett brachten. Vermutlich hat der Entführer sich in einem der Wandschränke versteckt und darauf gewartet, bis die Eltern schlafen und er dann die kleine Nima entführen kann. Etwa einen Monat später machten ein paar Kinder, die in einem verlassenen Haus nicht weit vom Hause der Familie Carter spielten, eine erschreckende Entdeckung. In einem Kühlschrank fanden sie die verweste Leiche eines kleinen Kindes, welcher im Endeffekt als Nima Louise identifiziert werden konnte, und die Todesursache war Ersticken. Bis heute ist nicht eindeutig klar, wer das kleine Mädchen entführt und ermordet hat. Allerdings gab es ungefähr ein Jahr zuvor einen ähnlichen Mord. Im April 1976 verschwanden nämlich die beiden 3,5-jährigen Zwillinge Mary und Augustine Carpenter aus ihrem Haus. Auch die beiden wurden in einem verlassenen Haus in einem Kühlschrank eingesperrt, und als man die Mädchen 2 Tage später fand, war Mary bereits erstickt. Wie durch ein Wunder überlebte Augustine das Ganze allerdings und identifizierte nachher ihre 16-jährige Babysitterin Jacqueline Robideau als ihre Entführerin. Da man zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht genügend Beweise hatte und die Richter die Aussage eines Kleinkindes aufgrund ihres jungen Alters zu unglaubwürdig fanden, wurde sie nicht angeklagt. Ja, und wie man es vielleicht jetzt schon ahnen kann, war Jacqueline ebenfalls hin und wieder Babysitterin für die kleine Nima. Da es aber auch diesmal wieder nicht genügend Beweise gab, wurde Jacqueline wieder nicht angeklagt. Erst Jahre später konnte man sie dann doch wegen des Mordes an Mary Carpenter zu lebenslanger Haft verurteilen. Der Mord an Nima wurde allerdings wirklich nie offiziell gelöst, weil man eben einfach nicht genügend Beweise hatte. Und in dem Fall von Mary war es einfach so, dass ihre Schwester ja dann doch noch eine Zeugin war. Sie wurde ja ebenfalls entführt. Und ja, daher konnte man sie in dem Fall eben zur Rechenschaft ziehen. Und der Fall von Nima bleibt weiterhin offiziell ungelöst. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wenn ich einfach mal so ein paar kürzere Fälle in einem Video behandle. Also wirklich Fälle, die sich irgendwie ähneln oder weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten schreibt mir gerne rein, was ihr sonst noch so sehen wollt. Ihr dürft dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!